da darf ich nicht hin. Da dürfte ich hin. Da darf ich auch hin. Dann warte mal nach da. Da bin ich rein. Okay. Ah, warte mal. Kannst du da nochmal raustappen? Na klar. Mach mal auf dein Lautstärke-Symbol rechtsklick, Soundeinstellungen öffnen. Ja. So, und das ziehst du jetzt mal auf den anderen Bildschirm, genau. Und scroll mal runter, beziehungsweise da ist erweiterte Soundoptionen, App und Lautstärke. Ja. So, und da ist dieser Trilobite. Ja. So, und was will der jetzt von mir? Viel. Den habe ich davor auch gehabt. Naja, gut. Das ist genau das gleiche, was ich in dem Mixer auch gemacht habe. Ja, das ist nur der Mixer. Dann halt Sachen hier auf Lautsprecher oder auf Standardausgabe geben, aber. Ja, naja, dann keine Ahnung, kannst du auch wieder ein bisschen lauter machen. Jetzt ja auf 16 wieder. Okay. Jetzt bist du irgendwie ganz leise. Warum das denn? Habe ich dich gerade nur über den Stream oder ist mir jetzt irgendwas abgeschmiert? Über den Stream habe ich dich gar nicht. Okay, jetzt höre ich dich fast gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Das hat man gehört. Was gehört? Ich weiß es nicht. Meine Wahrnehmung. Schlimm. Okay, vielleicht mal abstecken, neu anstecken? Jetzt höre ich gar nichts mehr. Tja, Leute. Heute ist mal wieder hier das Unglaubliche. Geht mal wieder nichts. Ja, man hört dich immer noch leise. Nee, man hört mich gar nicht. Kommt nicht ran. Das kommt nicht. Das weiß ich leider auch nicht.
Warum will das Mikrofon nicht? Generell etwas leise. Nein, das ist leise, ist aber merk nicht warum. Aber drehst du einfach mal ein bisschen lauter, hast du das immer auf minus so und so viel Prozent? Nee, ich hab das eigentlich laut jetzt gerade. Weiß nicht warum. Ja, dann dreh doch mal in Dings ein bisschen höher. Ich hab das immer so. Zum Beispiel nimmt er mich gar nicht mehr auf. Weiß ja, weil dein Incoming Voice so leise ist gerade. Incoming Voice ist eigentlich laut. 3 Grad fast. Okay. Aber moin, Kilian. Wenn du hier bist wegen dem Spiel, kannst du uns vielleicht Killburn, Entschuldigung. Da du ja auch XP im Namen hast, hast du eine Ahnung, wie wir die Voices in diesem Spiel hörbar kriegen? Kriege ich 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jetzt funktioniert. Oh, was ist denn das? Ja, das ist deine automatische Ausblendung. Ja. Du hast einen Filter ja, drin. Ja. Ja, mach mal das Noise Gate einfach mal aus. Ja, einfach so. So, ist aus. Ja, eins. Ja, ja, ja. Okay. Dann machen wir das jetzt einfach mal so und hoffen, dass das so besser ist. Es klingt halt, als ob du sehr weit von deinem Mikro wegfährst. Nein! Mein Mikro steht direkt vor mir. Es steht wirklich direkt vor mir, glaubt mir. Das klingt, als ob... Redest du in die falsche Seite rein? Kann ja mal von da oben reden. Klingt's jetzt so besser? Ja. Oh ja, da klingst du gut. Ja, aber jetzt habe ich mein Mikro auch in der Hand gerade, warte. Vielleicht muss ich das anders machen. Vielleicht muss ich das. Nee, warte mal, das ist ganz falsch. Okay, ich arbeite daran, warte. Drehen wir es mal so rum. Ich hab doch die ganze Zeit mit dem Mikro gearbeitet. Warum will das jetzt auf einmal nicht mehr? Frag mich nicht. So, klingt's jetzt besser? Ja. Ja, so also ich finde auf jeden Fall schon. Okay, dann lassen wir es jetzt so. Also. Naja, dann bin ich mir zwar immer noch nicht sicher, ob das jetzt einen Unterschied gemacht hat, aber. Ah, ich habe die Lösung für dein Problem. Ja. Also nicht für dein Mikrofon, sondern für das Problem im Spiel. Oh, okay. In dem Spiel, wenn es nicht gerade offen ist, liegt eine Init-Datei vor. Die heißt scumvm.init, die im Game Directory liegt. Dort befinden sich Speech Volume, FSX Volume und Music Volume. Und wo finde ich die? Im Directory. Im Directory. Ich bin gerade überfordert. Wo soll ich hin? Scroll mal durch. Hier ist kein... Müsste bei S dabei sein. Support. Nee. Nein, nicht Support. Scum. S-C-U-M-M. Will ja jetzt nicht sagen, aber Scum habe ich nicht. Hast du nicht. So, ja, in welchem Launcher Directory soll ich... Ich mal den Launcher rein, mal gucken, was Launcher sagt. Das ist der GOG-Launcher, den sollst du jetzt nicht anfangen. Okay. Ist ja in Ordnung. Nein. Groovy. Nein. Media. Nein.
mal nach Anwendung. So, Anwendung. Ich habe uninstall. Ach, Moment, das ist das Seventh Guest, glaube ich. Ja, das ist für das Seventh Guest, nicht die 11th Hour, sorry. Ah. Lass dann mich wieder umsonst suchen. Dann weiß ich nicht, ob das Ding auch über so eine Init verfügt. Hat den Stream mittlerweile auf plus 9 und den Rest auf minus 9. Okay. Ich kann das Spiel auch gerne wieder ein bisschen lauter machen. Also. Jetzt einfach mal, dass es wenn man an einer anderen Stelle ist, einfach wieder laut wird. Ich gehe da jetzt mal rein. Ich glaube, jetzt hast du es aber komplett leise gedreht, oder? Also achso, nee, Moment, ich habe einfach bloß keinen Sound, weil bei mir Parsec abgesperrt ist. Ist alles gut. Soll ich dir Parsec wieder freigeben? Nee, das passt schon. Ich guck einfach über die Bildschirmübertragung mit. Hörst du ja nichts. Ja, dann ändere doch die Bildschirmübertragung einfach auf das Spiel, falls geht. Ich such derweil mal auf Steam, ob ich da noch irgendwas finde. Das ist ja schlimm mit dir hier. Okay, finde ich nichts. So, also möchtest du dann anstatt. Warte mal. Du willst das Spiel. Das Spiel kann ich ja nicht übertragen. Ja, gut, dann. Lass es einfach so. Oder ja, ich connecte nochmal neu und. Warte mal, was ist das hier? Dann connecte ich einfach nochmal neu zu dir. Ja, dann connecte, dann kann ich dir gleich freigeben. Dann komm her. Give it. So. So. Jetzt gehe ich wieder rein. Jetzt hoffen wir nochmal, dass ich das irgendwie zum Laufen kriege. Da ist richtig nicht erstmal. Da ist als Bekannte. Nee, darf man nicht rein. Oh, da geht was. Ja, drück mal auf Play. Wohin du willst, Süße. Speisekarten sind auf dem Tisch. So leise, aber egal. Ja. Das ist alles? Ja, okay. Sollte ich verstanden haben, was da gerade passiert ist, oder? Ich kann mir das nochmal angucken. Speisekarten sind auf dem Tisch. Sie läuft, sie setzt sich hin. Standby, 4. Dann ist es eine Puppenhand. Ja. Sind diese Puppen vielleicht. Also sind die Leute vielleicht immer noch Puppen, deren Seelen? Ich weiß nicht. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Hat er gesagt. Jetzt war er sogar laut. Da habe ich sogar gehört. Ja, vielleicht funktioniert es ja jetzt. Sieht aus, als ob das erste Rätsel ist. Ich will mich aber noch weiter umgucken. Okay, nee, dann gehen wir zum ersten Rätsel. Auf geht's. Was steht da? Grün? Green, red. Ah,
Ja, Red. Dann nehme ich mal so ein Red. Okay, ich verstehe, was man machen muss. Green, den wollte ich nicht. Nah dran, aber keine Zigarre gewonnen. Okay. Was passiert, wenn ich hier hinten klicke? Immer den da. Ah, jetzt nimmt er den anderen auch. War das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe? Ja. Ich hab's noch nicht ganz verstanden. Spiel es nochmal, Paul. Ich kapier's auch noch nicht ganz. Ich klicke jetzt mal auf den. Nee. Den kann ich ja doch. Also braunes Auge ist wohl. Warte mal, fangen wir mal vorne an. Braunes Auge ist rot. Blaues Auge ist grün. Warum bist du das hier? Das geht nicht. Braunes Auge, das ist der erste rote. Nehmen wir mal den roten hier. Schon falsch. Ne, ist nicht. So, jetzt nehmen wir den roten hier. Und dann nimmst du jetzt den ganz rechten grünen? Den ganz rechten grünen, den kann ich nicht nehmen. Okay. Aber ich kann aber den grünen nehmen hier. Resettet der nicht einfach bloß? Weiß ich nicht. Kannst ja wieder zurückschlicken. Nee. Ah, okay. Das ist es nicht, Karl. Ah. Aber also wirklich Karl. Ja, wusst doch nicht mal, dass ich Karl heiß. Dann nehmen wir mal den ganz außen. Nehmen wir ganz hin. So. Ihr erfahrt ja täglich neue Sachen. So. Nehmen wir den da. Achso, nee, den schiebt er ja nach da hinten. Den wollte ich ja nicht nach da hinten schieben. Nee, jetzt machen wir wieder zurück, denke ich. Nochmal zurück. Den grünen, den zweiten grünen von rechts. Den da. Ja, das ist schlecht. Jetzt hat er den auch genommen. Und wenn zuerst es nicht gelingt. Achso, es darf keiner frei bleiben. Verstehe, die müssen immer aneinandergereiht bleiben. Immer den grünen hier, so heißt das. Dann habe ich nämlich grün an grün. So, und dann nehme ich mal. Die kann ich jetzt alle nicht nehmen, doch den kann ich nehmen. Nehme ich mal den da. Aber der steht jetzt einzeln und darf da sogar einzeln stehen. Dann nehme ich mal den da. Der darf auch einzeln stehen. Warum darf der einzeln stehen, aber der andere nicht? Dann nehme ich jetzt den roten hier. Falsch geraten. Ich verstehe es noch nicht ganz. Vielleicht, weil der an der richtigen Stelle steht. Weil er hinten rot. Nee, aber der wäre ja vorne. Vielleicht dürfen die nur außen ganz alleine stehen, aber ansonsten nicht.